Hallo und herzlich willkommen im Lusarn-System. Und wir scannen hier gerade, beziehungsweise ich scanne gerade diesen Planeten hier ab. Ointanta. Und damit bin ich jetzt gleich fertig. Starte Sonde. Yeah, alles klar. So, irgendwo muss noch was sein. Sonst hätten wir hier nicht Scannergebnisse Mitte. Und ist auch der letzte Planet dann in diesem System. Sonde, die anderen habe ich schon alle ausgebeutet. Man sieht es auch hier, die Rohstoffe. Ist alles wieder volle Kanüle im grünen Bereich. Also noch ein bisschen was. Sonde unterwegs. Ich muss sagen, dieses Sonden-Upgrade, das wir gemacht haben, dass ich jetzt bis zu 60 Sonden laden kann, ist wirklich nicht schlecht. Sonde gestartet. Kann man in aller Ruhe mal so ein System platt machen. Starte Sonde. Ohne dass man gleich wieder raus muss, um neue Sonden zu kaufen. So, jetzt haben wir hier Scanner gegeben. Ah, da war noch was. Sonde, das nehmen wir noch unterwegs. Mit. So, abgebaut, genau. Alles klar, raus hier. So, Lusarn-System sieht mir ja auch 100%. Also ich habe wirklich jeden Planeten, den es hier gibt, ausgebeutet. Und bin auf eine Sidequest gestoßen. Auf Tarith. Ja, Bloodpack-Portal deaktivieren. Was das genau ist, weiß ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht wirklich hingehört. Die werden wir dann jetzt auch gleich machen. Vorher gehen wir aber noch zurück und gucken, ob wir die ganzen Rohstoffe, die wir jetzt gesammelt haben, gleich wieder verblasen können. So, jetzt haben wir hier einmal Präzisionsgewehrschaden 3 von 5. Waffen-Upgrade erhöht den Schaden um 30%. Verbessert Präzisionsgewehre für ihre gesamte Gruppe. So. 5000 Platin kostet es und das können wir uns ja jetzt ja locker flockig, so rum, leisten. So, Kopfschussschaden wird dann auch freigeschaltet. Oh, das ist schon teurer. Aber auch das will ich haben. So, geht hier fröhlich weiter. Palladium, schwere Pistole, kritische Treffer. Oh, was macht das? Schwere Pistolen können manchmal doppelten Schaden verursachen. Verbessert schwere Pistolen und Handkanonen für ihre gesamte Gruppe. Okay, was genau ist das? Die Wissenschaftler der Normandy haben den Prototyp für eine Modifikation des bekannten intelligenten Zielsystems entwickelt, mit dem üblicherweise High-End-Waffen ausgestattet sind. Für gewöhnlich korrigiert diese Technologie Wind- und Rückstoßeffekte. Mhm. Aber sie kann Projektile auch in geringem Maß so ablenken, dass gefährliche Stellen am Körper des Feindes getroffen werden. Ja, yeah, klingt auch gut. Das nehmen wir auch noch mit. So, zurück. Was haben wir jetzt noch? Gehärtete Schilde. Yeah, Shepherds Schilde erleiden 20% weniger Schaden. Ja, das will ich doch auf jeden Fall. Warum kann man das jetzt nicht nehmen? Ein Medigel-Upgrade. Okay. Gut, dann die Schiffsverbesserungen. Platin. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Die nehmen wir auch gleich mit. Und haben wir jetzt noch irgendwas? Modding. Oh, das ist aber teuer. Ja, nee. Das lassen wir dann jetzt erstmal alles so. So, jetzt sehen wir hier, haben wir die Kanone Phoenix. An unseren Normandy angebracht. So, und jetzt schauen wir mal, was das hier auf sich hat. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Terrace. Anomalie geordnet. Erste Scans weisen auf ein Hochleistungskommunikationsportal auf dem Planeten hin. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen der Bloodpack-Söldner. Es gibt keine Konzentration von Kroganer- und Watcher-Signalen innerhalb einer größeren Anlage. Ne, es gibt eine, nicht keine. Vermutlich eine Mine. Lebenszeichen entdeckt. Unbekannte Spezies. Vorsicht ist anzuraten. Landen. Ja, und da hoffe ich mal, dass wir da vielleicht ein paar XP-Points einsacken können. Und ich hoffe ja auch drauf, also ich bin da guter Dinge, das ist auch der Grund, warum ich so motiviert bin, möglichst viele Sidequests zu machen und auch alle Gruppenmitglieder mitzunehmen. Das hängt ja alles zusammen. Erstmal, wen nehmen wir mit?
Check hatten wir schon lange nicht mehr dabei. Und den Garrus nehmen wir auch nochmal mit. Annehmen. Ja, weil ich hoffe einmal, dass es in Mass Effect 3 dann vielleicht irgendwelche Goodies gibt dafür, dass man einmal Mass Effect 2, einen Charakter aus Mass Effect 2 importiert. Und, das lassen wir alles so, wenn. Und wahrscheinlich dann auch, je nachdem mit welchem Level man Mass Effect 2 abgeschlossen hat. Irgendwie, oh, ist ja ein übles Ding. Irgendwie bevorzugt in Mass Effect 3 startet. Der Nebel auf der Planetenoberfläche führt zu Interferenzen mit ihrer Navigation. Ei. Sendetürme in der Nähe könnten als Orientierungspunkt dienen. Ja. Ich muss gestehen, diese Sidequest, die kenne ich schon. Allerdings ist es auch bei... Warum ist die 6 hier leer? Warp-Munition, panzerbrechende Muni. So. Allerdings ist das auch schon wieder ein Jahr her. Also so ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Was ist hier passiert? Haben wir Munition? Munition ist voll, okay. Nehmen wir... Nee, so wollte ich das nicht. Die? Ah, verdammt, komm. So, jetzt. Und dann wählen wir hier Scharfschützengewehr an. Genau. So, Datenpad benutzen. Achtung an alle Arbeiter. Arbeit an diesem Knoten einstellen. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. Sofort zu anderen Einsatzorten wechseln. Salamul. Spannender Name. Sender aktivieren. Oh. Ach ja. Ich erinnere mich. Ja, jetzt müssen wir diesem Laserstrahl hier... Also es geht immer von Sender zu Sender. So viel darf ich verraten. Wir sollten vorsichtig sein. Die Atmosphäre ist... Genau, nehmen wir den nächsten. Und da müssen wir quasi immer diesen Laserstrahl folgen. Oh, was haben wir da? Kann ich euch abknallen? Gleich geht der Spaß los. Oh, 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 was haben wir denn da? Dong. Schaufelle. Das macht ja Spaß mit dir. Hab ich dich. Bam. So, da geht er zweimal vor. Schon unterwegs. Unterwegs. Das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich. Aktivieren. Wo geht's hin? Darüber? Die Richtung? Alles klar. Verstanden. Sekunde. Ich bin dabei. Ich komm schon hin. Oh, was ist das? Meine Güte. Ich schaff euch alle! Oh, da haben wir gleich das nächste. Komm mal durch her. Aha. Ich werde euch vernichten! Bam! Ah, das sah ja cool aus, ne? Gibt's hier drüben? Alternative Route? Nein. Negativ. So, dann müssen wir hier hoch anscheinend. Aber hier geht's nicht weiter. Kommt ihr mir hinterher, ja, ne? Verstanden. Hab dich. Was haben die hier gemacht? Ein Watcher, okay. Was das hier auch für ein Kampf war. Lange ist er nicht her. So, Achtung an alle Arbeiter, sofortiger Rückzug. Shuttles zur Evakuierung sind unterwegs. Wer bei ihrer Ankunft nicht am Versammlungsplatz ist, wird bei den verdammten Käfern zurückgelassen, Salamul. Okay. Ah, so, da haben wir jetzt den nächsten Schalter hier. Konsole, Ding, Viech, Zeug zum Aktivieren. Kommt ihr denn? Ich traue euch nicht. Ihr seid doch Pfuscher. Was denn da? Guck, du pfuscht. Mach das mal an hier. Na also. Ah, wir sind ja doof. Wir hätten eigentlich Grunt mitnehmen müssen. Da hätten wir die Gruppen... na, wie heißt's? Brandmunition. Gruppenbrandmunition mal ausprobieren können. Du schon wieder? Achtung! Ja, brauche ich ja, das spare ich Munition, oder? Das ist ja lächerlich mit euch. Ich leg euch alle um! Kommt ihr zweimal daher?
wir das jetzt? Also Mädels. So, jetzt ist mal gut, ne? Wohin? Darüber? Ich bin bei Ihnen. Ich bin dabei. Ja, das hoffe ich doch. Stimmungsvoll. Ein bisschen vernebelt, die Gegend. Aber Rohmaterial. Was haben wir da? 400. Ich weiß ja nicht mehr. 400. Der helle Wahnsinn. Geht's da durch? Nee. Da ist nichts geworden. Hier hoch. Ah ja, da wird es mit dem Nebel ein bisschen besser. Schon mal gut. Aber da, Sender aktivieren. Oh, ich kenne mich. Irgendwann laufe ich wieder zurück und mag's gar nicht. Okay, jetzt hier runter. Ah, doch, Richtung scheint zu stimmen. Hi. Ja, alles klar. Yeah. Yeah. So, hier haben wir den nächsten Sender. Jack, wo läufst du hin? Es geht da lang. Gibt's da oben auch was? Oh, was haben wir da denn? Ah, das ist halt weibliche Intuition anscheinend. Was ist mit dir? Ja, nochmal 400. Ich werde nicht mehr. Die gehen ja sowas von dekadent mit ihrem Platinum. Das ist ja der Wahnsinn. Hier rauf, ne? Ja. Direkt hinter Ihnen. Dabei. Alles klar. Da hoch. Was gibt's da drüben? Gucken wir es mal nach. 400 Platin, Datenbett. Alles klar. So, Salamul, wo bleiben die Ressourcen? Arbeiten sie da draußen auch oder stehen sie nur rum und warten darauf, dass die Watcher klüger werden? Unser Mann auf Ilium kann nicht ewig stillhalten. Wenn sie das alles weiter verzögern, wird der Kampf bei unserer Anreise immer härter werden. Und das würde mich wirklich sehr, sehr wütend machen. Kalusk. Okay, diesen Kalusk kennen wir jetzt nicht. Na, nicht nochmal. Ja, ist ja gut. Verlassen. Nee, da gibt's sonst nichts mehr. Also, dann müssen wir hier hoch, gell? Sender aktivieren. Check. Aha, und jetzt geht's hier oben rein. Da ist wohl die Basis oder was auch immer. Ich bin bei Ihnen. Ich bin dabei. Der Hauptsendemast. Oh, da wird doch geschossen. Der wird auch geschossen. Wow. Wow, dich hatte ich hier gar nicht gesehen. Verdammt. Ah, oh, what the fuck. So, komm her. Eieiei. So, jetzt habe ich dich aber. Bam. Was ist denn hier, Mann? Verflucht. Hau jetzt ab, du Drecksvieh. Mach mal einer hier rüber. Alles klar. Ey. Ah, getroffen. Ah. So. Hätten wir es? Kommunikationsterminal umgehen. Wer hätte das gedacht? So, hier und hier. Hier und hier. Da. So, wen? Was ist das für eine Sprache? Klingonisch. Oh, was macht der jetzt? Oh. Wow.
Wie, das war's? Alles klar. Ah, das war anscheinend dieser Sender, von dem, oder dieses Portal, von dem sie gesprochen haben. Mission erfüllt. Missionszusammenfassung. Auf bislang unbekannte feindselige Alien-Spezies gestoßen. Blood-Pack-Streitkräfte eliminiert. Erfahrung haben erhalten. Ja, genau. 125, so ähnlich war es geplant. Credits haben wir verdient. 7500, ja, 800 Platin haben wir gefunden. Und das wär's dann. Boah. Jeder Rang einer Kraft kostet Punkte. Ist klar, weiß ich Bescheid. So, das war's. Oh, war aber knapp. Verflucht. Okay. So, jetzt hatten wir ja gesagt, wir machen die Loyalitätsmission mit Samara. Das werden wir auch tun. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, Chuck, was? Das ist ja der Wahnsinn. Da gucken wir doch gleich mal nach. Das ist ja unglaublich. Eine wichtige Bitte. Mr. Gunnag, weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, nach Rücksprache mit meinem Kollegen auf der Citadel habe ich das Privileg, um Ihre Unterstützung beim Transfer einer größeren Menge proteanischer Technologie zu suchen, die auf Illos oder auf Ilos gefunden wurde. Nach ersten Befürchtungen, es handle sich um gefährliches Material, wurde alles unter Quarantäne gestellt. Inzwischen haben Tests zwar ergeben, dass diese Sorge grundlos war, aber dennoch bleibt die Quarantäne bestehen, bis jemand die Genehmigung für eine Anfrage zur erneuten Beurteilung durch das Kulturministerium bezahlt. Ich weiß um Ihr Interesse an proteanischer Technologie, würde Ihnen einen Großteil davon überlassen und weniger als die Hälfte für mich behalten. Als Patarianer kann ich im Ratssektor keine offiziellen Geschäfte abwickeln, aber wenn Sie mir die benötigten 20.000 Credits überweisen, kann der Austausch in Ihrem Namen erfolgen, was letztlich zu unser beider Vorteil wäre. Bitte antworten Sie rasch unter Angabe Ihrer Kontendaten. Mit freundlichen Grüßen, Gunnag Aja, irgendwas als ungelesen, als gelesen markieren. So, bla 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 bla, von Cerberus Oberkommando, Planeteninformation, bla, Jackier, Würgeschlund. Wir haben die Daten dechiffriert und analysiert, dass sie auf Terrace sichergestellt haben. Ah, wir haben hier nur Daten sichergestellt anscheinend. Okay, die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Saddam Ban geschickt, vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Blood Pack derzeit eine Invasion von beträchtlichem Ausmaß plant. Die Zerschlagung der Operation auf Saddam Ban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar gänzlich scheitern lassen. Alles klar, ja, dann machen wir das doch, oder? So, müssen wir da hin? Planeteninformation. Saddam Ban. Che-Char-System. Che-Char-System. Würgeschlund, also gut. Che-Char-System, Würgeschlund. Nicht vergessen. Auf jeden Fall hier raus. Können wir auch hier hoch, oder? Was ist denn da los? Komm. So. Halbmondnebel? Nee, da wollen wir nicht hin. System. Na. Ah. Kenn das. Kostet alles Sprit. So, und jetzt sind wir hier unten. Und dann holen wir uns zuerst mal ein bisschen Treibstoff. Treibstoff kaufen. Sonden füllen wir auf. Wo wir da sind. So, jetzt sieht man ja auch, 60 Sonden können wir insgesamt lagern. Wenn man so will. So, jetzt haben wir hier der Würgeschlund, genau, Bloodpack-Basis zerstören, Chuck. Bam, da geht's auf. So, müssen wir da jetzt genau hin? Ah, da ist es schon. Na, Umlaufbahn anfliegen. So, Saddam Ban, Anomalie geordnet. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Blood Packs. Zahlreiche Lebenszeichen geordnet, Watcher-Signaturen, Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. Alles klar, dann landen wir doch und zerlegen den Laden. Also mal gucken, ich hoffe, es dauert nicht zu lange, dann kriegen wir das nämlich in dem Part noch unter. Jawohl, wird knapp. So, jetzt nehmen wir Grunt mal mit. Und checken wir auch mit. Ja, hinzufügen, annehmen. Bla bla, können wir da irgendwas hier, bla bla bla. Nee,
Warp-Munition. Ja, da machen wir mal hier. So, Ben. Und da landen wir. Oder wollen wir vielleicht... ich bin gerade mal überlegen. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Okay, das hier ist aber schön, ha? Und da stellen die Waffen her. Hier würde ich Urlaub machen. Okay, nee. Ich habe beschlossen, wir machen den Teil bis hierhin, sonst wird mir das alles zu hektisch und das ist ja auch doof, soll ja Spaß machen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil und dann machen wir die Sidequests hier in dieser wunderschönen Umgebung. Bis dahin, ciao.